So Leute, willkommen zurück zu Uncharted 3. Bei dir weiß man nie, was das heißt. Eine Meile oder 20. Wir verlaufen uns noch wie in Peru. Du willst jetzt über Peru reden? Was war in Peru? Ich war 15, Sully. Als ich dich traf, hätte ich wissen müssen, dass ich im Knast lande. Das hast du dir alles selbst eingebracht, mein Junge. Und außerdem habe ich dich rausgeholt. So wie jedes Mal. Schöne Höhle hier. Und hier hat's, wie ihr gesehen habt, einen Schatz. Aber gehen wir weiter. Und bleiben heiter. Und, ne, hier ist, glaube ich, falsch. Ne, hier ist richtig entlang. Okay. Glitch da nicht herum, Drake, sondern geh weiter. Nate. Nicht Drake, sondern Nate. So. Komm hier durch. Gut. Da ist er. Wie in Lawrence Notizen. Vertrau mir doch einfach, Sully. Sully hat doch gar nichts gesagt. Diese Schlucht war vorhin aber nicht auf der Karte. Scheint ganz neu zu sein. Okay. Da kommen wir wohl schlecht. Komm, wir finden einen anderen Weg. Aber dieses Kapitel erinnert mich an Uncharted 1, beziehungsweise an das, was war das, das zweite Kapitel in Uncharted 1. Auf jeden Fall einfach eine tropische Gegend, sagen wir es mal so. Und hier ist noch ein Schatz. Oh, oh mein Gott. Da haben wir schon den zweiten Schatz in diesem Kapitel. Wir waren fast gestorben. Aber zum Glück nur fast. Also Drake, ja. Aber Drake, geh darauf. Drake. Hey, ist das eine Panflöte? Was? Ist deine Panflöte? Ah ja? Hört ihr sie? Oder? Nee. Hier lang. Keine Ahnung, ist ja auch egal. Wir müssen uns hier entlang hangeln. Oh. Wow, und die schöne Aussicht. Sicher, dass wir hier richtig sind? Und das ist nicht alt genug für ein Kreuzritterschloss. Sieht nach Renaissance aus. Hast du etwa wieder in meinen Büchern gelesen, Sully? Laut Lawrence wurde das ursprüngliche Schloss im 11. Jahrhundert gebaut. Der Rest kam dann später hinzu. Die laben schon ziemlich viel, hä? Also da komme ich gar nicht dazu, meinen Senf abzugeben. Aber das war gut, Gate. Nicht so schlimm, denn sie laben auch interessantes Zeug. Die Grafik gefällt mir extrem gut. Ich weiß, Grafik ist nicht so wichtig und so bla bla bla. Aber die Grafik gibt doch den Feinschliff. Ist jetzt nicht so viel besser als bei Uncharted 2. Hey Sully, dein erstes Auto. Ein 1927er Urban. Genau. Hattest du auch den, Sully? Genau den gleichen hatte ich auch. Was für ein Zufall. So, gehen wir hier runter. Und das, Herr Zauberer? Ziemlich kitschig. Kitschig? Das sieht ziemlich scheiße aus, würde ich sagen. Der Ritter, dem das Schloss gehörte, Lord Godfrey, kam im 12. Jahrhundert von den Kreuzzügen. Nach Lawrence' Aufzeichnung ist vom Schloss nur der Burgfried und der Garten übrig. Wenn Godfrey etwas aus Arabien mitgebracht hat, müssten wir es hier finden. Da bin ich mal gespannt, ob wir was finden. Auf jeden Fall, die Tür ist wohl verschlossen. Ja, versuch die Tür. Nee, geht nicht auf. Gehen wir mal rauf. Nicht rein. Müssen wir uns wieder einen anderen Weg zur Tür, was heißt hier zur Tür, zum Innenraum suchen. Und der führt wohl hier über die Fassade. Wir sind es ja schon gewohnt aus... Was ist mit dem Fenster über dir? Ich will mich nicht verletzen. Okay, dann gehen wir lieber weiter. Wir kennen es ja schon aus diversen anderen Teilen, wie zum Beispiel Uncharted 1 oder Uncharted 2 oder aus dem Teil Uncharted 4. Kennt ihr den schon? Wir könnten hier rein, aber wir klettern einfach mal weiter, weil es so schön ist. Ich meine, das stärkt unsere Muskulatur und im Kampf gegen das Böse kann es nicht schaden, wenn man eine gute Muskulatur hat und... Ach, ich weiß nicht, ich kann mir das immer wieder anschauen. Es sieht super aus, finde ich. Es sieht einfach super aus. Gut, gehen wir hier rein. Oh, was glitzert da schönes? Ein Armreif? Wunderschön, den haben wir jetzt auch. Gehen wir mal runter. Also runter, Drake. Bin gleich zurück. Okay, ich kann es mir nicht abgewöhnen, immer Drake zu sagen. Obwohl, ich will ihn Nate nennen, weil er heißt ja Nate. Das ist sein Spitzname. Hier, geht. Können wir hier runter? Können wir runter? Oh. Ja. Verdammt. Also wir sind unten auf jeden Fall. Ich glaub dir, dass das weh. Hier oben! Hier ist eine Kette! Okay, zurück! Ich schieß das Schloss auf! Pass auf, dass du nichts anderes kaputt schießt!
Ich sagte Schloss! Ich sagte auch Schloss, aber ich schieß lieber was anderes kaputt. Hey Sully, wie geht's dir, ne? Ach scheiße, kann ich da abdrücken. Schade. Schießen wir halt das Schloss auf. Geht ja auch. Komm her, Sully. Gern geschehen. Okay, wir müssen durch das Chateau zu den Gärten kommen. Dort finden wir den Burgfried. Ich sagte gern geschehen, Sully. Oh Mann, schau dir das an. Sieht etwas verlassen aus, findet ihr nicht auch? Sully, das kriegst du so nicht auf. Krieg ich nicht auf, dieser Balken ist im Weg. Ach, was du nicht sagst. Wir brauchen was zum Hebeln. Schaffst du das bis oben? Ich versuch's. Wie soll ich da raufkommen? Hier rauf? Nee. Sully, wo gehst du hin? Sully, wo gehst du hin? Können wir das... Ah, komm, hier. Los, hilf mir, Sully. Schneller, Sully. Warte, so klappt es. Ach, komm schon, Sully, hilf mir doch. Geht doch. So. Das ist ja mal wieder mein Kraftakt hier. Sollte in der Tat reichen. Pass auf da oben. Hier ist alles Marsch. Ich werde mir die Knochen brechen, nicht du, Sully, also sei mal still. Sieht aus, als hing die Kronleuchter an einem Flaschenzug. Ja, so holt man sie runter zum Saubermachen. Hey, da ist so eine Art Mechanismus. Wo? Wo ist's? Ah, dort ist der Mechanismus. Springen wir mal rüber. Oh, wie weit er denn springen kann. Also das muss ich sagen, gefällt mir jetzt an Uncharted, an der Spielserie nicht so sehr, dass er irgendwie unmenschlich weite Sprünge machen kann. Ich meine, natürlich, es ist klar, das muss man so machen, damit man weiterkommt, aber es ist einfach etwas unrealistisch, obwohl es natürlich gewagt, etwas von Unrealistischem in einem Videospiel zu erzählen, denn es, welches Spiel ist schon realistisch? Egal, machen wir weiter, ist nichts weiter schlimm, aber ich meine, ich habe eine Idee. Es ist nämlich auch so, dass, ja, oh, das ist cool. Egal, ja. Nicht so wichtig. Ne, was ich einfach meine ist, dass manche Sprünge wie von Geisterhand gelenkt werden, so dass wir den Sprung doch noch schaffen, anstelle in den Tod zu stürzen. Und ja, das ist halt etwas nicht schlimm. Aber seht ihr, das wäre unmöglich. Keiner kann so weit springen, vor allem nicht, wenn er vorher auf einem Kronleuchter gehangen ist. So, verschieben wir mal diesen Los Balken geht's. Hier. Dazu hämmern wir auf die Dreiecktaste drauf. Stimmt. Hab's. Gut gemacht, Sully. Bin drin. Das finde ich ja mal super. Du bist im Schloss, Sully. Aber wo genau, sehen wir jetzt gleich. Gut, sieht aus. Ist das eine Popcornmaschine? Was? Tatsächlich. Das ist eine Popcornmaschine. Aber wir können kein Popcorn machen. Schade. Ich hätte gerne jetzt Popcorn. Um dieses Spektakel der Extraklasse okay, zu sehen. Okay, suchen wir einen Weg zu dem Turm. Und wie schaffen wir es da hier rauf? Ja? Sieht richtig aus, oder? Hier entlang. So. Und wo bin ich jetzt? Was bringt das jetzt hier? Kann ich irgendwo... Hin? Nee. Hä? Okay, Moment. Wo muss ich hier lang, hä? Ah, hier, die Treppe. Hier muss ich sicher rauf. Oder? Jo, wird wohl so sein. Komm rauf, Sully. Hey, Nate. Der Turm da. Sieht alt aus. Ja. Das ist der aus Lawrence Notizbuch. Muss er sein? Gut. Danke. Danke wofür? Ach, auch egal. Oh, was glitzert denn da Schönes? Hohoho. Wenn das nicht mal ein Penny ist, den nehmen wir natürlich mit und rein hinein in unsere Penny-Sammlung und gehen jetzt weiter nach oben. Okay. Wo jetzt lang? Ach, vielleicht muss ich gar nicht hier rauf, sondern durch das Fenster eher, wäre auch eine Idee. Ich meine, Sully steht davor und das Fenster ist ganz zufällig offen. Aber nee, wir müssen die Treppe rauf. Das ist halt so, weil ich es halt sage. Gut.
hier rüber. So, und hier rein. Okay. Sieht auch irgendwie danach aus, als ob schon jahrelang niemand hier gehaust hat. Kommen wir hier durch? Ich glaube, hier kommen wir durch. Ja. Ich glaube auch. Na komm! Ich schaff's. Achtung! Danke. Wofür bedankt er sich denn jetzt? Also hier kommen wir nicht drauf. Seht ihr schöne Bilder? Sehr schöne Bilder. Das ist François de la... de la Croix. François de la Croix. Genau. Keine Ahnung. Alles schöne Bilder. Oh, eine Rüstung hier. Und seht ihr das Bild? Das gefällt mir ganz besonders gut. Oh. Was ist denn da Schönes? Nein, wir das einfach mal auf. Ja. Wo? Das bedeutet was, oder? Vielleicht ein Geheimweg. In einem Kamin? Etwas zu einfach, meinst du nicht? Ja, zu einfach. Ich denke auch, das ist zu einfach. Aber diese Ritterstatue, die sieht mir etwas verdächtig aus. Verschieben wir die mal. Hey, sieh mal, Ritterrüstung. Lawrence hat von so etwas geschrieben. Moment, schauen wir mal nach im Buch. Ja. Okay, hier. Hier, schau. Vier Ritter. Mit Axt, Schild, Schwert und Morgenstern. Wie die hier in dem Raum. Okay, und ich glaube, also der mit dem Schild schaut zu dem mit der Axt. Doch, nee, der vielleicht mit dem müssen wir die Ritter in die richtige Richtung drehen. Der mit dem Schild. Ja, aber wie rum ist richtig? Hier schaut zu dem mit der Axt. Wo ist der mit der Axt? Das müsste der sein. So. Oder? Ist das eine Axt? Ja, das ist eine Axt, okay. Und der mit der Axt schaut zu dem mit dem Schild. Gut. Die schauen sich gegenseitig an, die sind verliebt. Schau ihn an halt. So, was? Ach ja, ein geheimer Weg. Okay, du lagst richtig, Sally. Okay, das... scheint zu klemmen. Das, was? Na, mal los. Ah, okay. Warte mal, aber... wir haben das Rätsel gelöst, ohne den überhaupt zu verschieben. Und den wollte ich eigentlich gar nicht so hin. Egal. Wir haben das Rätsel geschafft. Ich hab's genauso gewollt und war super so. Okay. Ich drücke, du ziehst. Auf drei, klar? Warte. 1, 2 ziehen oder 1, 2, 3 ziehen? Zieh einfach. Okay. Nate! Hey, bist du okay? Ja. Ich überlebt. Wie soll ich da wieder hochkommen? Ich gehe da lang. Wir treffen uns da drüben. Alles klar. Nee. Vorsichtig da unten. Okay. Ah, seht ihr das Spinnenweben? Ich hoffe, es gibt eine andere Seite. Und hier waren auch noch irgendwo Spinnen. Ah, ich hasse Spinnen. Ah. Ich hasse Spinnen genauso, wie ich diesen Schatz hier hasse. Obwohl, ich hasse ihn nicht. Ich nehme ihn einfach mal mit. Spinnen sind... ja, hässlich. Was ist das für ein Geräusch? So vielen Beinen und... Ich höre kein Geräusch. Vielleicht die Spinnen? Könnte das sein? Schaut doch das an. Nein, wo muss ich durch? Hier ist, glaube ich, der falsche Weg. Geh wieder zurück. Nate. Nicht Drake, sondern Nate heißt der Typ. Der werte Herr hier. Hier komme ich doch her. Okay, nee, hier ist der richtige Weg. Ja, Orientierungssinn und so. Ihr kennt mich ja. Ich hab den Besten der Besten. Den besten Orientierungssinn. Kann ich hier irgendwo raufklettern? Ah, okay, ach so. Hier sollte ich durchkommen. Genau. Wenn jetzt mal keine Spinne auftaucht. Ich will es lieber nicht heraufbeschwören. Ich kann darauf verzichten, so hier durchdrücken. Was zum... Na. Wer hätte es gedacht? So riesige, hässliche, fette Spinnen mit so riesigen, langen Beinen. Ich meine, ich habe nichts gegen Spinnen, aber... es muss mir auch gar nicht über den Weg laufen. Wir schwimmen im nächsten Part weiter. Jetzt kühlen wir uns erstmal ab, denn diese Folge war doch ziemlich
gespickt mit vielen Informationen und vielen Schätzen. Ich wünsche euch bis zum nächsten Part einen schönen Tag, einen schönen Abend und wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dahin, schönen Tag noch und tschüss.